Hallo, ihr seht es, heute gibt es wieder ein Unboxing der Brand News Box. Diesmal aber keine Classic Box, die ich ja sonst immer habe, sondern ich habe jetzt mal eine Überraschungsbox ausprobiert. Das ist jetzt meine erste Überraschungsbox und daher bin ich natürlich besonders neugierig, was alles drin ist. Das erste Produkt nennt sich Golden Oreo und sieht so aus. Das nächste Produkt, das kenne ich schon, das schmeckt mir sehr gut. Das ist von The Boy Killer. Das sind so Haferkekse mit feiner Honignote. Dann kommt etwas, das ich noch nicht kenne. Das nennt sich Simply Chai. Das ist ein Instant Teegetränk. Das hört sich schon mal interessant an. Und das wird sicher auch gleich nach dem Unboxing mal ausprobiert, wie das schmeckt. Und noch ein Produkt, das ich schon mal verwendet habe, das ist von Melitta Bella Crema, die Selektion des Jahres. Dann von Mesmer ein türkischer Tee, Apfelfeige. Und ein Produkt, das ich auch schon aus einer Classic-Box kenne, das ist von Etusho, nennt sich Gala Kaffee-Variation. Und jetzt kommt noch ein Mangosaft, Happy Day von Rauch. Dann kommt eine Marmelade oder Konfitüre von Mühlhäuser, nennt sich Creme ohne Stücke und ohne Kerne. Und die Sorte ist Pfirsich-Aprikose. Dann kommen noch Waffeln von Loaca mit Kakao in der Waffel und hochwertiger Milch. Dann haben wir hier noch was Interessantes von Barnhaus, nennt sich Crunchy und ist ein Müsli mit Mohn und Orange. Hatte ich jetzt in der Kombination auch noch nicht, da bin ich gespannt, wie das schmeckt. Und darüber freue ich mich sehr. Das ist ein Haferdrink ohne Zuckerzusatz und ist vegan. Und hier haben wir noch eine Dose von Del Monte. Das ist Ananas geraspelt. Das ist ein Kaffeedrink mit Karamell und nennt sich Mr. Brown. Und jetzt zeige ich euch alle Produkte, die in dieser Überraschungsbox drin waren, nochmal schön in der Übersicht. So, das sind jetzt also nochmal die Produkte, die alle in dieser Überraschungsbox drin waren. Ich bin sehr begeistert von dieser Überraschungsbox. Ich habe nicht erwartet, dass so viele Produkte drin sind. Es kommt mir eigentlich sogar ein bisschen mehr vor, als in der Classic-Box drin ist. Und die Produkte sind abwechslungsreich und es sind einige neue Sachen drin, die ich noch nicht kenne. Ganz besonders gefreut habe ich mich natürlich über den Kaffee. Ich bin ja Kaffeetrinker. Und auch über den Haferdrink. Und insbesondere neugierig bin ich hier auf diesen Chai-Tee. Und auch die anderen Produkte werden sicher bald ausprobiert werden. Wenn ihr auch mal Lust auf so eine Box habt oder auch vielleicht auf eine Classic-Box oder Cool-Box, die ich ja auch schon mal im Unboxing hatte, dann könnt ihr euch gerne mal informieren über das Angebot von Brand News. Dazu habe ich euch in die Videobeschreibung einige Links eingefügt. Und da könnt ihr ja gerne mal draufklicken und euch umschauen. Ich hoffe, euch hat mein Unboxing gefallen. Es kommen demnächst auch weitere Videos von mir. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat und gebt einen Daumen hoch. Oder wenn es euch gar nicht gefallen haben sollte, gebt einen Daumen runter und schreibt mir auch gerne was dazu in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und bis bald.